Hi Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir haben letzten Part, den Arena-Leiter besiegt, eigentlich sogar ziemlich easy. Und, haben bei einem ganz wichtigen Fall hier geholfen. Hier waren wir auch noch nicht drin, oder? Nee. Oh, du bist auch so flauschig. Von Elfhuhn, glaube ich, ist das, ne? Und mein flauschiges Elfhuhn, kann ich nicht schlafen. Benutzt es als Kopfkissen? Das soll ich mit Zwollock auch mal ausprobieren. Oh, die Gebäude in Chichester werden seit Urzeiten in demselben Baustil errichtet. Die Stadt atmet förmlich Geschichte. Atmet? Moment. Atmet. Okay. Sollen wir bald nach Scar City gehen? Ich will mit dem Champ Cup den Champ Cup absehen und nebenbei noch ein paar Sehenswürdigkeiten abklappern. Okay. Hey, lass mich durch. Jetzt. Ich möchte irgendwo hin, wo es niedliche Eis-Pokémon gibt. Hier gibt's keine, aber die kleinen Snom-Nom hießen. Was mit dir? Willkommen, Hotel Ionia. Okay. Willkommen zurück. Oder so. Oh. Hier ist jemand. Schon seit meiner Kindheit fühle ich mich in den Gängen des Hotels immer, als hätte ich mich verlaufen. Ja, kann ich verstehen. Die sind echt manchmal unübersichtlich. Weil zu groß und. Noch? Nein! Nicht dein Scheißernst. Sind zu Recherchezwecken hergekommen. Gala ist wirklich wunderschön. Und erst die vielen Currysorten. So lecker. Ein Curry ist auch in Kanto sehr beliebt, aber hier gibt es einfach eine größere Auswahl. Er kommt aus Kanto? Aha. Oh, sorry. So. Ah, es steht im Mund. Toll auf den Rotom Rally. Was? Ach, ich stehe. Okay, Rotom Rally. Oh, hallo. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich würde sagen, du kommst einfach mit wieder, wenn du so stark wie ein waschechter Champ geworden bist, okay? Mist, eine zweite Sache, die wir uns merken müssen, wenn wir Champs sind. Und du? Magst du Pokémon? Ja. Freut mich, ich hoffe, das bleibt auch so. Ihr wollt nur mehr Spiele verkaufen. Wisst ihr was? Ich quäl euch einfach. Guck Nachrichten. So, wir sind weg. Mist, das waren schon zwei Locations, wo wir nach der Story eigentlich nochmal vorbeigucken müssten. Hörst du die Musik im Hintergrund? Die stammt von mir. Ja, klingt gut. Nein. Ich bin für die Projektplanung zuständig. Meine Arbeit besteht darin, alle neue Spielideen zu entwickeln, da ist Spielen ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Du bist also für Dynamax zuständig. Stirb! Kann mich treten? Ach, egal. Ist ja trotzdem eine coole Funktion irgendwo. Das kann doch nicht so schwer sein. Du siehst aus, als könntest du gut Pokébälle werfen. Sie spielt einfach Pokémon Go. Okay. Hi, ich bin Projektleiter. Donnerwetter. Du versuchst also, den Pokédex zu vervollständigen? Das hört man gern. Ach, gib nicht auf und schnapp sie dir alle. Ach, da fällt mir ein. Ich habe hier etwas, was dir dabei helfen könnte. Danke. Super Fangpin? Was Menker? Ein mysteriöser Glücksbringer, der nur wenig wackelt. Was? Und die Wahrscheinlichkeit erhöht, einen Superfang hinzulegen. Okay. Komm wieder, wenn du deinen Pokédex das so verstanden hast, ja? Ihr Schweine. Ich merke schon. Wir müssen ja echt nochmal herkommen. So. Was haben wir hier? Karatemeister. Mit einmal. Nichts drin. Es soll wilde Pokémon geben, die in heiße Quellen tauchen, um ihre Wunden zu heilen. Ja, mag sein. Erst wenn man die grundlegenden Techniken gemeistert hat, kann man sich kämpfen in der Praxis stellen.
Diese Lektion habe ich durch Karate gelernt. Okay. Dann, lernt mal weiter. Hi. Mein Partner Pokémon ist sehr reichlich. Reinlich. Es kommt gar nicht mehr aus der Dusche. Dabei gehört es doch dem Typ Birnen an. Watermorph? Was machst du? Ernsthaft, was machst du als... Ich glaub's nicht. Ein Maulwurf, der einfach baden geht oder duschen möchte. Warum auch immer. Das hinterfragen wir jetzt einfach mal nicht. Gut, haben wir das auch geklärt. Und wieder eine neue Location. Ich will das Pokémon auch haben. Egal. So, ich frage mich, wer am Ende alles am Turnier teilnimmt. Ja, wir. So. Wie sieht es eigentlich mit unserem Pokémon aus? Sehr gut. Da oben war das, ne? Sinnlos Riesenkreis gelaufen, aber wir haben jetzt noch zwei Gebäude gefunden, die wir leider übersehen hatten. Tut mir leid. Oh, hi. Oh, hey, Zuria. Du hast dir schon den nächsten Orden geschnappt, was? Super. Du bist hier. Wir haben bereits auf dich gewartet. Ich habe immer noch nichts Neues über die finstere Nacht oder die Pokémon des Schwerts und des Schildes herausgefunden. Moment mal, das... Ja? Das gibt's doch gar nicht. Ist das die Fortsetzung der Legende? Ein fünfter Wandteppich? So ein fesches Poster. Poster besonders. Wie machen wir das? Die beiden Helden sehen traurig aus. Und wo sind das Schwert und der Schild hin? Das sind Gräber, oder? Unter dem Bogen? Mit dem Schild und dem Schwert drauf? Was hat diese Darstellung bloß zu bedeuten? Verendet so die Legende? Wie wurden sie versiegelt? Ich mach das. Nachdem sie den Helden geholfen hatten, fielen sie also in eine Art tiefen Schlummer. Das sind Gräber. Waren das Schwert und der Schild nicht gleichbedeutend mit den beiden Pokémon? Das hattest du doch durch die Entdeckung bei der antiken Stätte herausgefunden, oder? Ja, genau. Zumindest war das meine Vermutung. Könnte es sein, dass dieses merkwürdige Pokémon, das wir gesehen haben, am Ende das Schwert oder der Schild war? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Von welchem Pokémon redest du? Mitsuria, du weißt doch, was ich meine, oder? Damals zum Schlummerwald, genau. Kein Schimmer. Doch, passt. Ganz genau. Dieses Pokémon aus dem Nebel könnte doch eines der Pokémon aus der Legende gewesen sein, oder? Stimmt ja. Ihr beiden wart im Schlummerwald. Ich bin eigentlich nur auf diese Reise gegangen, weil Oma mich gedrängt hat. Aber inzwischen finde ich das alles ungeheuer spannend. Kommt, lasst uns erstmal essen. Aber ihr müsst mir genau erzählen, was da passiert ist. Worauf habt ihr Appetit? Was soll ich euch bestellen? Voller Elan, die Frau jetzt. Ich nehme einmal die Karte. Rauf und runter. Verstehe, ist interessant. Alles klar, als nächstes sollten wir Zitchester genau erkunden. Vor allem die Heroentherme. Würde ich gerne näher unter die Lupe nehmen. Da waren wir doch schon. Okay. Heroentherme. Hier soll der Held, oder besser gesagt, hier sollen die beiden Helden vor langer Zeit ihre Wunden gewaschen und sich auskuriert haben, nachdem sie das Böse besiegt hatten. Aber heute wird die Heroentherme eigentlich nur von Pokémon genutzt. Das macht mich stutzig. Wer genau waren diese Helden, die damals in der Therme gebadet haben sollen? Ja, die beiden Pokémon. Das werde ich später näher untersuchen. Beiden Zeit im Schlummerwald diese merkwürdigen Pokémon begegnet.
Vielleicht wurde euch die Serie zuteil, weil ihr das Potenzial habt, so zu werden wie die Helden. Also, wenn wir die neuen Helden des Schwerts und des Schilds werden sollen, will ich aber der Held des Schildes sein. Ich hätte den Helden von damals zu gern bei ihrem großen Kampf zugesehen. Hey, Azurian, lass uns doch einen epischen Kampf hinlegen. Klar. Das leckere Curry, das Sania uns spendiert hat, ist mein Kampfgeist neuer 8. Ich stecke voller Energie, du wirst schon sehen. Ich verstehe zwar nicht ganz, was du da redest, aber zusehen werde ich trotzdem. Ja, vorher mache ich aber noch die Pokémon von Mitsurian wieder fit. Die sind doch fit. Oh. Toll. Doppelt fit. Ihr seid richtig happy jetzt. Es wird mal wieder Zeit, dass der künftige Champ seine Fähigkeiten zur Schau stellt. Und jetzt haben wir motiviert. Okay. Zwollock. Aha, jetzt hast du auch eins. Jetzt hier auf dich, Partner. Es hagelt. Na toll. Gegenschlag. Bodycheck. Ah, das Ding ist aber stark. Oh, Bodycheck muss man auch nochmal lernen. Warum haben die das nicht? So. Ja, selbst verletzt. Naja, gut. Ist effektiv. Du hältst dich nicht zurück, was? Das gefällt mir. So, nächste Runde ist der Down. Wir könnten es eigentlich. Ja, doch, wir werden es wohl überlegen. Machen wir Bodycheck. Das ist aber auch Schaden, dass der macht eigentlich nicht schlecht. So. Den haben wir schon mal weg. Schön. Hagelkanon. Oh, nicht schon wieder. Kramor ein. Ja, wir wechseln. Und zwar auf unser Zwollock. Ja. Servol hat schon gut gelevelt. Wir müssen unsere Legion auch mal ein bisschen leveln. Ah, jetzt Zwollock erstmal dran, alles zu zerstören. Wir wissen ja, was wir machen müssen. So, warte schön nämlich. Oh, Zwollock ist so schön schnell. So. Die Masse. Was war das nochmal? Geschwindigkeit sinkt, ja. Bei fester Schaden, oder? 8 Schaden? Werden wir sehen. Nochmal Watteschild. Oh, Schnabel. Ja, easy. So, jetzt 120. Mal gucken, ob wir wieder 8 kriegen, obwohl wir jetzt volle Verteidigung haben. Ich denke, es wird fester Schaden sein, von daher wird das wahrscheinlich nichts bringen. Zumindest nicht gegen den Hagel. Ne, ist fester Schaden, alles klar. Dann machen wir Doppelkick. Ist ja immer ein Stahl-Pokémon, ne? Also Grimasse passt bei dem, weil das Grimasse-Dingens rot ist und seine Augen auch passend rot sind. Oh, das war ein Crit? Ach du Schande. Halt euch, Partner! Wer dir weht, Leid zufügt, der kriegt's mit uns zu tun. Oder so. So, ich glaube, der Hagel macht jetzt mehr Schaden als er. Jedenfalls gefühlt. Nochmal Grimasse. Wie langsam will er uns noch machen? Was bringt es dir jetzt noch? So. Das möchte ich am liebsten eigentlich nochmal Kopfnuss machen. Aber ich gehe mal auf Doppelkick. War ein bisschen blöd. Oh, das war ja gar nichts. Ich hätte vielleicht doch einfach weiterbleiben sollen dabei. Hypertrank. Ach du Schande. Okay. Das finde ich jetzt schon ein bisschen unfair, was du da tust. Zögert den Kampf nur hinaus.
Warum benutzt du nochmal Grimasse? Das ist total dumm. Ah, bald sind wir auch im gelben Bereich. Alter, ist der dumm. Wie kann man so dumm sein? Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hopp, so wird das jetzt mit dem Titel. Down, geht doch. Toll, die kriegen Schaden und er nicht mehr. Wie unfair. Okay, bei Elektro hat nochmal ein Level Up. Stromstoß, oh, klingt gut. Sammeln und so. Funkensprung war eigentlich ganz gut. 90 und ein Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Ja, er erleidet selbst leichten Schaden. Hm, warum? Aber 90 Schaden, ne? Das ist nur 65. Machen wir Biss weg, würde ich sagen, oder? 80? Lass es eventuell zurückschrecken. Knischer? Eventuell. Das fängt eigentlich ganz gut, wegen. Das Ziel wird paralysiert, genau. Mano, selbstverletzend ist halt doof. Ne, komm, lass mal weg. Auch wenn es eigentlich eine coole Attacke wäre. Gott, rum ein. Achso, ne. So, Kopf nass. Boah, ich würde sagen, ist guter Schaden. Das ist aber auch tanky, unser Pokémon. Das ist der Hammer. Plus 6 hat er schon was, ne? Down? Jawoll. So, jetzt sollten wir aber langsam wechseln. Yep. Nehme ich mit. Relax sein. Wir wechseln, ja. Ich bin für Liberlo. Ja, komm, machen wir einfach mal. Einfach mal machen. Und Doppelkick. Ja, das ist doch guter Schaden. Jetzt die Hälfte. Perfekt. Body Slam. Autsch. So, dann bist du. Ich hab schon befürchtet, dass wir jetzt paralysiert sind, aber zum Glück nicht. Ist auch nur Level 39, ups. Okay. Relaxa wurde besiegt. Legias hat Level 44. Gibt es irgendwas Cooles? Servol 47. Ach, scheiß Hagel. Blitzigel. Wir wechseln. Ampass. Warum nicht? Haben wir einen schönen Vorteil. Nix etwa, du hast mich im, am Wickel? Nix da! Was bist du? Pritz. Pritzsiegel. Ah. Ja, hier, Erdbeben. Haust den mal weg. Was auch immer das für ein Viech ist. Und wenn du das mit in die Arena genommen hast, dann bist du echt nicht der Klügste. Aber naja. Das wissen wir ja schon. So, Hopp wurde besiegt. Ich kann also nicht mal gegen meinen Rivalen gewinnen. Aber ich gebe nicht auf.
Brauche ich neue Strümpfe. Wo kriegen wir welche her? Danke. Ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr es weitermacht, könnt ihr irgendwann vielleicht den unschlagbaren Dillion besiegen. Was steht als nächstes auf dem Plan? Ich habe vor, mich noch ein bisschen näher mit dem Schlummerwald zu beschäftigen. Ich werde mich wieder der Arena-Challenge widmen. Und sobald ich den Arena-Orden in der Tasche habe, geht's schnurstracks über Route 9 nach Spikeford. Auf geht's! Spikeford, aha. Ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Dillion macht sich immer große Sorgen, wenn es überhaupt schlecht geht. Und du als seine Rivalin wird sicher auch nur das Beste für ihn stellen. Also dann, mach's gut. Tschüss. So, wir stellen uns hier in diesen Waggon, der ein bisschen wärmt ist. Wobei, eigentlich könnten wir ins Wasser springen, aber wir dürfen nicht. Nur Pokémon-Bahn da rein. Und der hält seine Füße da rein. Könnte kalt werden, wenn du, Nee, zu kurze Füße. Okay, passiert nichts. Ist okay, wir stellen uns neben dich. So, ist schön warm. Dann beenden wir den Part und, ja, machen uns mal auf zur Route 9, oder? Ich denke schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.